Während rein sportlich der SSV Jahn Regensburg voller Euphorie dem Start der zweiten Bundesliga entgegenfiebert, ziehen abseits des Sports über den Verein dunkle Wolken auf. Und das Ganze eigentlich nur wegen einer Personalie. Philipp Schober, der neue Investor mit seiner Global Sports Invest AG. Die AG mit Philipp Schober hat sich die Trätzelanteile und somit die Mehrheitsanteile des SSV Jahn Regensburg gesichert. Soweit, so gut. In einem Interview in der Mittelbayerischen Zeitung erzählt er von seinen Plänen mit dem Jahn. Natürlich möchten wir bei dem ein oder anderen Thema gefragt werden. Es wäre ja auch völlig falsch, wenn der Anteilseigner in eine ganz andere Richtung marschieren würde als die Herrschaften im Verein. Ich sage ganz klar, eine Stadt wie Regensburg mit diesem Einzugsgebiet und dieser Wirtschaftskraft gibt definitiv einen Erstligastandort her. Der Jahn ist bildlich gesprochen ein schlafender Riese. Übertriebener Optimismus? Die Ultragruppierung des Jahn hat sich zur Personalie Schober und seinen Vorhaben auf der Homepage geäußert. Wir müssen alle gemeinsam gegen diese sicherlich gerade größte Gefahr für unseren SSV Jahn kämpfen. Jeder, dem der Jahn am Herzen liegt, sollte aufstehen gegen Schober. Wir wollen und werden alles, was in unserer Macht steht, unternehmen, um diesem Mann den Spaß an seinem Spielzeug zu nehmen. Wir haben die PR-Agentur mit den Vorwürfen der Ultras Regensburg konfrontiert. Philipp Schober ist derzeit im Urlaub und hat deshalb keine Stellung genommen zu den Aussagen auf der Homepage. Fakt ist, Philipp Schober hat bei den Fans milde ausgedrückt einen Fehlstart hingelegt. Für die Ultras ist klar, der Investor darf sich an keinem Tag und in keiner Sekunde willkommen fühlen, weder im Jahnstadion noch in Regensburg. Das hat sich Philipp Schober dann doch etwas anders vorgestellt. Auf seiner Instagram-Seite hofft er in Regensburg auf eine gute Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. Es braut sich also etwas zusammen. Bleibt zu hoffen, dass sich die Gewitterfronten nicht verhärten.